So, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Ender Games. Und heute, ich glaube, ich habe gerade eben das Bogenschützen-Kit ausgewählt. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Und zwar habe ich mir nochmal überlegt, wir können das nochmal, ich habe das, glaube ich, bei der letzten Folge Ender Games angesprochen, dass wir das nochmal machen können, dass wir mal jedes Kit durchprobieren, damit ich auch mal überall meine Erfahrungen sammeln kann und nicht nur in irgendeiner bestimmten Sache. Ja, ich habe das Nein. Ich habe das Bogenschützen-Kit ausgewählt. Ich habe es mir schon fast gedacht. Wir gehen jetzt mal kurz so runter. Oh, das was wird. Ich wage es zu bezweifeln. Ich wage es zu bezweifeln. Deswegen machen wir uns gerne noch ein Schwertchen dazu. Okay, kannst du mal bitte von meinem Baum weggehen? Ich brauche auch noch Holz. Ah, hat er sich das natürlich genommen, ne? Was für ein Frechdachs. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, ein bisschen beeilen, ein bisschen beeilen, damit wir noch ein Blöckchen Holz bekommen. Ach, Alter, willst du mich veralbern? Das gibt's doch gar nicht. Geht ja immer dahin, wo ich bin. So ein Frecher aber auch. So, komm, dann machen wir uns schnell Holz. Dann machen wir uns schnell 30 Sekunden noch. 30 Sekunden noch, kriegen wir das hin? Mögen wir das hinkriegen? Werkbank. Den und den und den. Gut. Der Rest kann, glaube ich, drin bleiben. Ich lasse auch einmal diese blöde Werkbank hier. Und dann renne ich mal davon. Und dann würde ich sagen, dann probieren wir das einfach mal durch, dass wir einfach mal einfach alle Sachen mal durchnehmen. Und das dann auch wirklich mit den Sachen erstmal spielen. Jetzt habe ich natürlich schnell so ein Dings gemacht, weil ich eigentlich überhaupt nicht gut bin, was mit Bogen und so zu tun hat. Weil ich überhaupt nicht mit dem Bogen richtig gut zielen kann. Und deswegen haben wir gedacht, das machen wir auf jeden Fall mal durch. Und dann müssen wir auch mit diesem Kit erstmal spielen. Jetzt bin ich ja schnell ausgewichen und habe schnell was anderes gemacht. Das war aber auch wirklich reiner Zufall, dass wir gerade ein Stückchen Eisen mit dabei hatten. Aber beim nächsten Mal wird das wahrscheinlich ja nicht der Fall sein. Und deswegen, oh, ich bin gerade so schlecht dran. Was war... Oh, ich wurde zum Glück getauscht. Ich wurde getauscht, ich wurde getauscht. Ein Glück. Das war jetzt recht reines Glück, sonst wäre ich mich gleich platt gewesen. So, mampf dir mal kurz was rein. Den nehmen wir uns auch nochmal mit. Ich weiß gar nicht, regenerieren wir schon Leben? Wo ist denn das Fleisch da? So, hier ist gerade keiner mehr, ne? Ne, keiner da, gut. Wir können uns da nicht immer. Wir können es gleich mal ausprobieren, mit dem Bogen zu kämpfen. Vielleicht kriegen wir ja doch noch was hin. So, wo ist irgendeiner in der Nähe? Irgendjemand, der hier mal ein bisschen meinen Bogen ausprobieren möchte? Nee. Gut, dann kommen wir uns nachher. Ah, so ein Mist. Da haben wir eben noch die Rede davon und jetzt haben wir die. Lauf doch, lauf doch. Er läuft nicht. Ah, so ein Mist. Und der hat er eine Ausrüstung gehabt? Oder bin ich jetzt von jemandem weggerannt, der gar keine Sachen hatte? Das kann natürlich jetzt auch gewesen sein. Der hatte gar nichts. Ich dachte, der hat ein Schwert in der Hand. Also ein gutes Schwert. Ein gutes Schwert mit guter Ausrüstung. Hat er ja gar nicht gehabt. Und ich, Doofi, habe gar nicht gegen ihn gekämpft. Ich hätte locker gewinnen können eigentlich. Ich, Doofi. Das habe ich gar nicht bemerkt. Gut, dann sehen wir uns gleich hier in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon zurück hier zur nächsten Runde Ender Games. Und ich habe das Kit Jäger bekommen. Ich bin mal gespannt, wie ich mich da eigentlich so schlagen werde, wenn ich das so durchprobiere. Ich habe ja jetzt eben mit dem Bogen nicht richtig gekämpft. Ich habe ja schnell umgewechselt, weil ich Glück hatte, dass ich Eisen und so bekommen habe. Aber beim nächsten Mal werden wir es wahrscheinlich nicht machen. Ich werde das einfach mal durchprobieren, alle Kits mal auszuprobieren. Das ziehe ich doch mal durch. Das mache ich, glaube ich, einfach mal. Die Erfahrungsfläche habe ich bekommen. Das Stück Eisen habe ich bekommen. Das war's auch schon. Ich glaube, die gönne ich mir immer kurz. Gut, danke. Dann können wir schnell weg. Gut, wir haben nur ein Stück Eisen. Das heißt, wir brauchen uns jetzt eigentlich... Was ist denn das für ein Schwert? Ein Steinschwert. Wir brauchen uns eigentlich gar nicht bemühen, jetzt irgendwie Holz abzuhacken, da wir gar nicht irgendwie noch weiteres Eisen oder so haben. Das heißt, wir können uns erstmal nur wegrennen und uns ein wenig nach weiteren Truhen umschauen. Gut. Dann machen wir das mal kurz. Ich glaube, was werde ich machen? Beim nächsten Mal, ich weiß es gerade nicht, ob ich das gleich beim nächsten Mal anfange, dass ich einmal so zwischendurch mal Ender Games mache und dann
sozusagen einmal jedes Kit durchprobiere und dann dazu noch die normalen Indergames, wo man sich einfach mal Sachen aussucht. Oder ob ich dann nur erstmal dieses Kit durchprobieren mache, sozusagen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Würde mich mal interessieren, wie ich jetzt eigentlich so mit dem Bogen kämpfen würde. Und ohne irgendwelche anderen Sachen zu benutzen, sondern mich nur von diesem Bogen sozusagen zu ernähren, sage ich mal. Das mache ich einfach mal. Das werde ich mal probieren. Ich glaube, dass... Nein! Du Schwein! Ah, das gibt's doch gar nicht. Da wollte ich mich gerade da... Ich glaube, jetzt bin ich auch diesmal einer von den Ersten gestorben, ne? Oder? Die Schutzzeit ist zu Ende. Nee, ich war der Zweite, der gestorben ist. Das war diesmal gar nichts. Da habe ich mir schon fast gedacht, dass ich da diesmal schnell weg sein werde. Gut, ich hänge noch eine dritte Runde hinten dran, weil das sind ja alles nur ganz kurze Runden hier, weil ich irgendwie... Ich rede heute zu viel. Ich bin zu viel am Reden und kann mich nicht konzentrieren. Also bis gleich. Und damit, ja, willkommen in der dritten Runde Ender Games. Oh, diesmal sind wir wenig Leute. Diesmal sind wir wenig Leute und ich habe das Kit Holzfäller bekommen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir jetzt diesmal irgendwas erreichen. Die ersten beiden Runden waren dann ziemlich käsig irgendwie. Elf Spieler. Gut, dann wollen wir mal gucken, was wir hier mit elf Spielern so reißen können. Dann kann ich mir ein paar Truhen da vorne holen, ne? Oh ja, Diamanten habe ich bekommen, die Erfahrungsflächen habe ich bekommen. Nö, ich will da oben hin. Ich war zu langsam. So, hau dir die Erfahrungsfläche mal kurz rein. Gut, wir haben einen Diamanten, ne? Ja, gut. Aber wir können schnell mal irgendwo hin und uns eine Werkbank machen. Da können wir nämlich schnell uns... Ach, deswegen das Kit Holzfäller. Jetzt habe ich den Sinn dieses Kits dann da verstanden. Ja, ich kenne mich dann doch überhaupt noch nicht so aus. Das kaum gespielt. Aber jetzt ist natürlich die Logik erklärt, was damit gemeint ist, ne? So, und dann können wir uns mal schnell ein Eisenschwertchen machen. Zack. Den nehmen wir mit. Und wir nehmen auch unsere Werkbank wieder mit. So, 30 Sekunden noch. Aber ich habe wieder keinen anderen Schutz. Na, jetzt nur diesen einen hier. Ah, da ist eine Kiste, eine Truhe. Und nichts drin, das gibt's gar nicht. Da war schon wieder jemand schneller als wir. Nun gut, Schutz hat in 15 Sekunden. Da ist ein Schweinchen. In 15 Sekunden, da ist die nächste Truhe. Da ist ein nächster Diamant, wir könnten uns... Jetzt traue ich mich aber nicht irgendwo, mich hier hinzustellen und das zu machen, das zu craften. Könnten wir uns ruckzuck eine Dia-Axt machen. Mist. Rennen. Wie machen wir das? Da ist die Welt schon... Nein! Verschwinde. Hat er mich ja ohne Probleme auseinandergenommen. Also irgendwie heute ist nicht mein Tag, was Ender Games betrifft. Gut, er hat noch Eisenschuhe gehabt. Wir haben gar nichts gehabt. Oder hat er ein Diamantschwert? Das kann natürlich sein. Dass er wahrscheinlich ein Diamantschwert hatte. Hätten wir uns theoretisch auch machen können, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob ich mich jetzt hier irgendwo hinstellen kann. Puh, das war jetzt diesmal gar nicht so viel, aber immerhin drei Runden, dreimal probiert, dreimal mal den Versuch gewagt. Und ich glaube, ich werde das ab der nächsten Folge oder ab der nächsten Aufnahme, werde ich das glaube ich wagen, dass ich einfach mal jedes Kit durchspiele. Es beginnt ja irgendwie mit Bogenschütze und geht dann nachher weiter über Assassine und Holzfäller, wie man das hier gesehen hat, Barbar zum Beispiel noch am Anfang. Und ich glaube, das mache ich einfach mal. Ich probiere einfach mal jedes Kit durch, ob ich da, wie ich mich da so schlagen kann. Und dann, wenn ich das Kit habe, werde ich auch das benutzen. Sprich, wie ich ja vorhin mit dem Bogen das Thema hatte. Habe ich ja nicht mit dem Bogen gekämpft. Ich habe bin da schnell ausgewichen und habe da mein Eisen gecraftet. Aber ich glaube, beim nächsten Mal werde ich probieren, mit dem Bogen weiterzukommen. Sprich, den Bogen zu verzaubern und damit dann Spieler auch zu töten, schlussendlich. Das werde ich auf jeden Fall mal probieren. Habe ich ja da nicht gemacht gehabt, weil ich mal schnell die Chance genutzt hatte und mein Eisen zu einem Schwertchen dann gecraftet habe. Das würde ich auf jeden Fall machen, da das wird, glaube ich, ganz lustig, um das mal auszuprobieren. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann schon bald wieder. Tschüss!